Übrigens, wo sind sie dann? Die Virologe? Ja, die Virologe. Früher in der Schule wegen der Handbrille und der braunen Kartoffel auf die Fresse kriegt, heute sind sie Rockstars. Aber die sind mittlerweile öfters in der ARD zu sehen wie der Angelo Merkel. Leute, die gehen mir so auf den Sack. Wenn du das Radio anmachst, hörst du die Virologe. Wenn du den Fernseher anmachst, siehst du die Virologe. Ah, ich hab Angst, dass wenn ich auf dem Abort fertig bin, ein Virologe hinter mir steht und einen Abstrich macht. Die hatten sich vergöttern, nur weil sie einen Kittel haben. Oder so die Oma auch, aber die hat wenigstens noch Gutzl in der Tasche. Die gucken den ganzen Tag durch so ein Mikroskop. Na jo, die werden fürs Spannen bezahlt. Ich meine, wir haben ja alle so einen Nerd bei uns in der Schule gehabt. Na jo, so eine ungepflegte Aktentasche Otto mit langem Mantel und fettigen Haaren. Die sind im Sportunterricht. Die 100 Meter in 20 Minuten gelaufen, kannten aber die komplette Zusammensetzung vom Kartoffelbrei und kennen auch noch die DNA von der Elbe-Dritsche. Stell dir vor, du heiratest so einen Virologe. Sagt die Frau, Schatz, ich hätte gerne ein Kind. Und dann sagt er, ich bringe dir morgen einen Abstrich mit, dann suchen wir uns unter dem Mikroskop eine schöne Samenzelle aus. Ganz ehrlich, einen Virologen beim Sex konnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Ah ja, früher, die Chemie-Nerds bei uns, wenn die beim Tanzen von den Mädeln nur mit dem Finger angelangt worden sind, sind die ja schon gekommen. Das nennt man dann Teilchenbeschleunigung. Nee, Spaß beiseite, also ich hab ja nichts gegen Virologen. Zumindest nichts Wirksames. Aber den ganzen Tag mit Gummihandschuh und Maske im Labor? Na gut, die kennen dann aus dem Labor raus und direkt in den Swingerclub. Ah ja! Mit dem Bumsbus Fernandes Express ab in den Maihof. Ja, ach gut, Leute, ich muss los, gell? Ich muss auf den Bus. Spaß beiseite. Liebe Leute, bleiben gesund. Wir sehen uns in der Pals, gell?